Tache sagt und Routen rein. Wir sind hier heute in Polen am See Gasowice angekommen und können jetzt aber noch nicht anfangen zu angeln, weil die Jungs hier vor Ort noch ein bisschen Grünpflege betreiben. Aber wir durften schon mal unsere Angelstellen besichtigen und ich bin jetzt gerade hier an unserer Stelle, also einer von unseren beiden Stellen. Wir haben noch Stelle 9 mit Basti und Marcel und ich angel zusammen mit Martin. Wir wollen uns die mal angucken hier und ja, der erste Eindruck ist total super. Ich gehe jetzt hier mal die Treppe runter. Ja, also wir haben hier direkt vor uns ein mittelgroßes Krautfeld, würde ich mal sagen. Vielleicht sieht man das so ein bisschen jetzt gerade. Ja. Unsere Angelstelle geht hier hinten bis zu dieser Boje, die man hier hoffentlich sieht. Ja, und ansonsten sind hier 4-5 Plätze nebeneinander. Ich hoffe, man hört mich noch in dem Wind. Ja, wir können vielleicht später noch mal ein paar bessere Bilder zeigen. Auf jeden Fall super. Also hier die Ausrüstung, ganz toll. Zwei Kescher, Boot, Abhackmagler, Wiegeschlinge. Strom ist hier vorne. Jeder Platz hat ein Fahrrad, Schwimmwesten. Vorne sind Klos, Kühlschränke, Akkuschrauber, damit man den Zelt am Steg befestigen kann. Also hier ist eigentlich alles da. Die sind hier echt tough drauf, die Jungs. Die haben wirklich alles hier vorbereitet. Das ist Stelle 9 von Basti und Marcel. Also ungefähr 100 Meter von uns entfernt, würde ich sagen. Genau das gleiche hier, auch alles bestens vorbereitet. Hier dürfen sie leider nicht angeln in dem Bereich. Aber die haben auch in zwei kleine Krautfelder, die sie beangeln können. Also hier geht auf jeden Fall was. Wir haben ja schon viele Fische jetzt springen sehen heute. Also bestimmt 6-7 Stück in 2-3 Stunden. Also die sind auf jeden Fall hier in unserem Bereich und wir hoffen echt alle, dass was geht und wir hier richtig schön Fische fangen. Jetzt los, jetzt müssen wir das Auto auspacken. Oh, das ist wirklich voll. Ja, aber wir haben alles dabei, glauben wir. Achtung hier. Scheiß Bremsen jetzt hier. Hier sitzt gerade einer. Hat mir gerade schon voll in den Finger gebissen. Noch haben wir relativ viel Chaos, aber das meiste ist schon fertig. Jetzt können wir los und gucken, ob wir ein paar schöne Plätze finden. Oh, sieht noch gut aus hier. Ja, erste Fahrt mit dem Boot jetzt. Plätze suchen. Wir haben hier jetzt Markerstangen dabei. Und eine kurze Route mit einem Blei unten dran, um zu klopfen und die Bodenbeschaffenheit sich anzugucken, ob es hart oder weicher Boden ist. Ja, mal sehen, ob wir ein paar schöne Plätze finden. Alle Routen liegen. Jetzt müssen wir warten. Hoffen, dass es nicht so lange dauert. Soll ich irgendwas nehmen? Na, kleiner. Soll ich alles zusammengepackt? Gerade haben wir Fisch Nummer 2 gefangen. Wieder Marcel. Und dazwischen haben wir noch einen verloren, gerade leider direkt von Füßen. Petri Marcel! Danke! Jawohl, schöner Senk. Da ist der erste für mich. Schöne rote Punkte haben wir gerade da festgestellt. Nicht ganz 12, 11, 3 Viertel.
Ja, aber schön voll war, hat er immer. Schön dick ist er. Und tschüss. Bye bye. Petri, mein Lieber. Der erste polnische Karpfen. Meines Lebens. Sehr gut. Gerade ganz kurios beim Einkurbeln vom Sigrid auf einmal Gegenwehr. Wollten eigentlich rausnehmen und wechseln. Und dann ist auf einmal einer dran. Nicht. Okay, der erzählt nicht. Am Sigrig, am 26. Der erzählt nicht. Der erzählt nicht. Zieh mal ein Stück. Ah ja. Deswegen war der auch gleich dran noch. Das hat der Schieb beim Einkurbeln. Ja, aber schönes Ding. So bildwertiger. Da ist er, der glückliche Fänger. Nee, jetzt ist noch nicht mal 17. Jetzt ist er bei 16,5 und Wasser läuft. Mein polnischer PB. So, ist mit deiner Frisur nicht in Ordnung. Mann, ich bin gerade aufgestanden. Nur der nächste bitte, Marcel. Marcel hat leider noch einen verloren, einen richtig dicken, nach Viertelstunde Kampf. Was ist da passiert? Durchgerissen? Der lag genug. Da ist hinterm Spot leider ein kleiner Hänger mit drei anderen Schlagschnüren schon drin. Ja, ich hoffe, er spritzt jetzt nicht. Ich schätze mal doch. Ja, schönes Ding. Wassertropfen drauf, Marcel. Was? Auch schon wieder Wassertropfen vorne drauf. Klar. Guck mal den Fisch an, vorne auf dem Kopf. Jetzt kriegst du mal hinten auf den Schwanz. Kannst auch mal herkicken. Kick mal durch. Oh, am besten mal den Fisch anklicken. Dann können wir auch oben nicht los. Jawohl! Release-Szene! Schön den Arm nehmen. Nobody needs to tell you what is right or wrong.
Whatever they believe, you never judge someone. Nobody needs to tell you what is right or wrong. They don't need to tell you anything. Welcome to my world. Welcome to my world. They all can just do what they want. Whatever they believe, you never judge someone. Nobody needs to tell you what is right or wrong. They don't need to tell you anything. Welcome to my world. Kleiner, sagt er. Ja, der hat sich nicht so angefühlt. Ja, meiner auch nicht so. Erstmal wieder nicht mehr. Nee, da ist nicht mehr dran, glaube ich. Oder? Doch. Ich glaube doch. Mach mal das Boot hier durch. Schneller.
kam starker Fisch, ey. Kam stark. In the net! Get in the net! So, wir sind jetzt hier am Spot angekommen. Wassertiefe von 2,5 Meter. Und schlammiger Untergrund. Also hier ist richtig weich. Ich denke mal so 5 cm sinkt das Blei einen Grund, aber dafür kein Kraut. Also ich habe hier einen Poppyruf gemacht, der ungefähr 4 cm vom Grund wegsteht. Das heißt, wenn das Blei hier im Schlamm einsinkt, steht der Puppi schön auf dem Schlamm oben drauf. Ich habe schon Raser fangen. Deswegen hoffe ich, dass wir hier auch noch einen Spiegel wegholen. Oder vielleicht so einen Schuppi. Mal kicken. Gerade voll ran, mitten im Kraut. Christian ist dran, weil wir wechseln uns immer ab, Biss für Biss oder Karpfen für Karpfen. Fahren oder? Das haben wir schon mal.
Schönen Spiegler aus. Spiegler. Der wird bestimmt 20 Kilo haben. Naja, der sieht gut aus. Kriegen müssen wir. Schön ruhig. Ich freue mich für dich und ich freue mich, dass als nächstes ich wieder dran bin. Ja, ich freue mich, dass du noch alter Video oder was? Ja. Wer da angemacht hat. Ach ja, eigentlich ja. Ich habe nur auf Aufnahme gedrückt, dann geht die eigentlich immer automatisch an. Ich leg die Kasche mal noch ein bisschen ab. Das wird schwer am Arm. War da dran, der Grüne? Nee.
Podcast selber. Okay, doch nicht. Ist hier unser Tag? Nee. Hier liegt nichts. Guck mal, wir sind schon am vorbei. Er ist perfekt hier. Pass auf den Motor auf. Da musst du jetzt durch. Oh ja. Der hat 20 Kilo. Er ist doch noch nicht müde, wa? Er macht keinen müden Eindruck. Ist er der Glückliche. Schön. Im Teamwork rausgekriegt aus dem Krautfeld hier. Ja, einwandfrei. Dreimal gut gegangen. Zehnmal nur mit Blei weg. Jetzt war wieder weg. Ja, ist ja nicht schlimm. Dafür sind sie ja da. Und ein schöner Kugelblei. Hakt offenbar sehr gut. Ja. Sieht aus wie ein Boilie. Ja, eben noch den 22 Kilo Karpfen geangelt und 10 Minuten später ist ein Sturm hier. Übel. Ja, wir hoffen, dass das jetzt richtig gut durchgewühlt wird und dass die Fische jetzt anfangen richtig frei zu drehen. Mit Wellen. Marcel hat gerade einen Graser drauf, der leider die anderen Schnüre eingesammelt hat.
Marcel drillt schon wieder. Gerade den Graser gefangen und schon wieder ihn drauf. Direkt unter der Stromfeder. Der Hintergrund, der war auch gar nicht so Kampfschlag auf Folie, ey. Er hat schon zweimal keine Hand gehabt.
or someone's art. I know we are mundane, and every sunrise seems terrifying, and that you're gone away. Remember every word we said, remember when we sang too loud, and outside our world where the sun is skies around. Remember every joke we made, we were locked in your room, and outside our world where the sun is skies around, yeah. We lost the pictures we took before. I know it's our Monday, and all this sunlight seems terrifying. Now that we far away, and the tick of time that is fucking wild, like the watch that we bought now is broken. But the time that we spent after hours and night, I remember it was fun after all. And the tick of time barely was just too fast when I was with you. Hope it wasn't the last, but the time that we spent now it's over, and the time that we spent now it's frozen. Remember every word we said, remember when we sang too loud, and now to our world where the sunny skies are around. Remember every joke we made, and that's it, our world where the sunny skies are around, said. Remember when we sang so loud, and outside our world where the sunny skies are around. Remember every joke we made, we were locked in your room, and outside our world where the sunny skies are around, yeah. Sun, sun, sunny, yeah. Sun, sun, sunny. Ja, erster Fisch für Basti, Petri. Mal sehen, was der gute Knabe wiegt. Jawohl. So, mal ein kleines Resümee nach 3 Tagen Angeln. Anlage echt top, alles super hier. Die ersten beiden Tage waren brütend heiß. Viele Viecher, also so Bremsen und so weiter, Mücken. Ja, heute ist nicht so tolles Wetter mehr. Die Fische haben jetzt ein bisschen eingeschlafen. Angeltechnisch bisher enorm gut. Basti und Marcel haben 7 Fische insgesamt, 6 Spiegler und Eingraser. Bis 18 Kilo sind die gekommen. Martin und ich haben 8 Fische.
6 Spiegler bis 22 Kilo, ein Schuppi 20,5 Kilo und auch ein Graser. Also hier geht auf jeden Fall die Post ab. So, hier sind jetzt mal so die Ricks, die wir gerade angeln. Ein kleiner Schlauch auf dem Haken, der das Haar ein bisschen besser fixiert. Ein Pferdchen Knicker aus Tungsten, glaube ich. Sonst nur so ein Anti-Tangle-Tube und hinten die Schlaufe. Relativ einfach erhalten. So, gerade mal wieder voll über einem Krautfeld. Jetzt probieren wir mal das erste Mal alleine. Vorher sind wir mal zu zweit ins Boot gegangen. Ah, schlecht zu sehen. Dieser komische Nippel ist doch auch noch irgendwie.
Hat er auf jeden Fall dran. Fisch an. Krasser, ja. Nee, jeder Karpfen. Den Karpfen gibt's hier doch ja nicht. Get in it, Ned. It's the net. It's the net. Come on, get in it, Ned. So, Stelle 9. Marcel war gerade dran. Mal gesehen, dass er gerade im Drill war. Fahr halt mal kurz rüber kicken, was da los ist. Kicken, was er da rausgepult hat für den Fisch. Ich habe ja gesehen von drüben, dass hier schon wieder Aktion ist. Wollte ich mal kicken kommen. Sieht auch noch gute 10, 11, 12 aus, ne? Das werden wir gleich sehen. Da brauchst du nicht zu machen. Das ist ruhig. Na Petri. Danke. Halb drei nachts, 23 Kilo. Lass uns mal kurz erholen und dann darf er wieder schwimmen. Alter Schwede. Jawohl. Die Boje eingesammelt, aber so ist es manchmal, kann man nicht machen.
So, kurz vor 5. Wir hatten gerade hier wieder einen schönen Fisch. Meine Lampe ausmachen. Ja, und Marcel ist gerade oben auf dem See gefahren und drillt. Guter Morgen. Gerade auch schon den 23 Kilo, der hier im Kescher, mal sehen, wie viel er wiegt. Ja, und Marcel ist auch wieder dran. Sebastian hat einen Biss. Schön Feuerwehr gehabt. Ja, mal gucken. Mal sehen, ob er wieder der Schleienprinz ist. Oder ob er wie heute jetzt mal ein Karpfen aus. Sieht eher nach Karpfen aus. Ah, da zappelt's.
So, dann waren wir den ganzen Tag jetzt Leerlauf eigentlich. Heute früh um 4 das letzte Mal. Wir haben nur gepennt, oder ich hab nur gepennt. Und jetzt ging es bei Marcel mal wieder los. Schöner Mann. Oh, der zieht das Boot schon ordentlich. Ja, vielleicht hat er auch ein bisschen Rückwärtsgang noch drin. Oh, letzter Tag. Kurz nach 7. Marcel hat jetzt einen schönen One. Marcel fehlen noch die 20 Kilogramm. Er ist der Einzige, der die noch nicht geknackt hat. Vielleicht hat er ja jetzt Glück. Eine Kescher, mega. Jawohl. Eingesackt. Ah, der hat auch mal wieder schöne Schuppen. Und Marcel weiter on fire.
eingekeschert. Basti, was ist da los? Was machst du an deiner Route? Oh. Gerade wieder bis am Krautfeld. Martin hat jetzt ganz schön lange schon gewartet. Und jetzt ist die Route endlich wieder abgelaufen. Das ist eigentlich auch krass, oder? Hast 18 Fische, 11 verloren. Angucken. Macht entspannt.
allgemein immer verewigt.